Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe euch bei Insta gefragt, mit welcher Palette ihr gern einen Valentinstags-Look sehen wollt. Und ihr habt euch für die Vivid Rose von Give Me Glow entschieden. Ich liebe diese Palette. Ja, von außen schreit sie für mich schon Valentinstag und auch von innen finde ich sie super passend zu dem Thema. Deshalb freue ich mich. Auf den Lippen habe ich übrigens einen der Catrice Liquid Lipsticks aus der Heart Affair. Ja, doch, Heart Affair LE. Guckt euch gerne das Video dazu an. Es ist schon online. Da seht ihr den Lippenstift. Ich finde ihn super, super schön, so von der Farbe her. Textur ist nicht so meins, aber wie gesagt, guckt euch gerne das Video an. Ich dachte mir aber, so ein Pink und dann so ein bisschen Pink auf den Wangen passt ganz gut zum Valentinstag. Und ja, ich würde sagen, ich starte. Ich habe auch mir noch loses Glitzer bereitgestellt, weil ich damit gerne noch was machen will. Also wir gehen so ein bisschen all out für den Valentinstag. Ich gehe als erstes in He Loves Me und den setze ich mir mal in die Lidfalte. Ja, wie gesagt, ich mag die Palette super, super gerne. Ich finde, das ist eine Top-Qualität. Und ja, ich bin immer wieder begeistert von der Palette. Deshalb freue ich mich natürlich, dass ich damit einen Look für euch schminken kann. Und ja, so ein Valentinstags-Make-up ist ja auch immer mal schön, ne? Ob man jetzt damit was macht, also ob man, wenn man einen Partner hat, mit dem Partner irgendwas unternimmt oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt, ist ja eigentlich auch egal. Oder wenn man Single ist, ob man mit seinen Freundinnen rausgeht, dann kann man ja auch so einen Look tragen. Also ja, egal ob ihr vergeben seid oder nicht. Ich schminke den Look einfach für, wenn man ja was unternimmt. Oder wenn ihr nur zur Arbeit geht. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es Valentinstags inspiriert, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil man den Valentinstag ja mit Rosen, mit Rot, mit Pink, mit Lila so ein bisschen verbindet, finde ich. Und deshalb dachte ich mir, schminke ich euch dazu einfach ja einen inspirierten Look, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, jetzt habe ich einmal ums Thema schön drumherum gequatscht. Super schön auf jeden Fall. Ach, ich liebe die Palette. Okay, dann würde ich in He Loves Me Not gehen. Und damit gehe ich in den Außenwinkel, blende den wirklich nur so im äußeren Drittel und ziehe mir den auch gleichzeitig noch an den unteren Wimpernkranz. Die Palette jetzt schon so lange nicht mehr benutzt, weil ich einfach zu viele Lidschattenpaletten habe. Ja, ich weiß, First World Problems. Aber ja, deshalb freue ich mich natürlich, wenn ihr euch auch für so eine Palette mal entscheidet, weil dann werde ich wieder daran erinnert, ja, wie gern ich sie eigentlich mag und wie toll wirklich die Qualität von Give Me Glow ist. Also, ich liebe das. Ich finde die Qualität wirklich spitzenklasse. Richtig, richtig schön. Ja, I like it. Cool. Okay, dann nehme ich mir den ersten Pinsel nochmal, aber ohne frisches Produkt. Gehe einmal hier nochmal so ein bisschen über die Ränder drüber. Ja, so. Aufs Lid würde ich dann mal den hier nehmen. Das ist die Farbe Pink Rose. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Das ist, ja. Das ist halt eine Pigmentierung. Deshalb liebe ich Give Me Glow so sehr. Weil das wirklich eine bombastische Pigmentierung ist. So, dann nehme ich mir den kleinen Pinsel nochmal, gehe einmal in den Liderton, einmal hier am Rand noch so schön blenden. Ah, wunderschön. Wunderschön.
Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Was habt ihr denn so für Valentinstag geplant oder macht ihr da gar nichts? Ich meine, sind wir mal ehrlich, das ist eigentlich ein Tag, der so vom Einzelhandel erfunden wurde, um Geld in die Kassen zu spülen. Aber feiert ihr den großartig? Schminkt ihr euch ja, mit einem bestimmten Look dafür? Lasst mich das gerne mal wissen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Off-Camera würde ich mich jetzt tatsächlich mal an einem Eyeliner versuchen. Ihr wisst, ich bin super schlecht, was das angeht. Aber ich finde, so zu dem Look würde das, glaube ich, ganz gut passen. Deshalb, ja, Augen und Lippen passen jetzt so mittelmäßig zusammen. Egal, egal, es ist hauptsächlich rosa-pink inspiriert. Und deshalb lassen wir das so. Ich versuche mich mal an einem Eyeliner. Ich hoffe, ich scheitere nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann benutze ich natürlich noch ein bisschen Glitzer. Ich glaube, von Weitem sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich finde es nicht schlecht. So, bei dem Auge habe ich mir noch ein Kajal von Colourpop gegeben. Genau, das ist die Farbe Crybaby. Und ich wollte euch jetzt einfach mal kurz den Unterschied zeigen. Hier habe ich ihn drin, hier habe ich ihn nicht drin. Also, man hat immer so, wenn man es auf beiden Augen dran hat, den Eindruck, als ob man es nicht sieht, aber man sieht den Unterschied. So, jetzt gebe ich mir den hier auch noch innen rein. Einfach so ein, ja, ganz heller Fliederton. Und ich finde, man sieht, man sieht schon den Unterschied. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ich muss sagen, für das, dass ich seit Ewigkeiten keinen Eyeliner mehr drauf gemacht habe, bin ich doch relativ zufrieden. Mit mir selbst. So, jetzt nehme ich noch Glitzer. Dafür brauche ich einmal ein Pinsel. Und zwar ist das von NYX, das Glitzer in der Farbe GLI 06. Dachte ich mir, benutzen wir jetzt heute einfach mal. Ich habe den NYX Glitter Glue hier noch. Und ich würde mir das einfach so in den Innenwinkel noch ein bisschen setzen. Erstmal natürlich, wo ist mein Spiegel? Den Glitter Glue einmal hier auftragen, damit unser Glitzer eben auch hält natürlich, ne? You know the game. So, jetzt bin ich gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es denn gerne hätte. So, heute gehe ich hier echt all over the board, ne? Also, oh Gott, jetzt habe ich Glitzer überall. Egal, ich habe es mir auf den Pinsel gegeben. Und dann setze ich mir das einmal hier noch in den Innenwinkel. So als kleiner, ja, als kleines Extra noch, würde ich einfach mal sagen. Ihr seht, ich finde es cool. Doch, also heute bin ich wirklich, wirklich all over the place gegangen. Trage ich mir das noch aufs Lid auf. Wisst ihr was? Ich gebe mir das noch unter den Eyeliner. Das machen wir jetzt auch noch. Wenn ich schon mal dabei bin, ne? Dann machen wir es richtig. Und zwar setze ich mir das direkt unter den Eyeliner einmal. Das leckt großflächiger, den Glitzerglue. Das ist ja nicht schlimm. Komm, komm raus, mein Freund. So. Heute lassen wir es mal krachen. Ihr denkt euch jetzt, okay, Sina, alles klar. Du arme Irre. I like it. Ja, sehr, sehr schön. Hier natürlich dann auch noch, ne? Wirklich sehr subtil das Glitzer eingesetzt. Also jetzt nicht großflächig. Aber ich finde, das macht schon was her. Doch, also ich fühle mich sehr schön. Habe ich jetzt heute viel Make-up drauf? Ja, ich bin mit dem Blush auch sehr overboard gegangen, muss ich sagen. Dann die knalligen Lippen, dann ist wahnsinnig viel los auf dem Auge mit Eyeliner und allem. Aber für Valentinstag machen wir das heute mal. Ich finde den Look super schön. Es ist sehr out of my comfort zone. Weil wenn ich was Buntes auf den Augen trage, bin ich eigentlich immer mit einer Nude-Lippe dabei. Aber es ist ein Special Day. Ja. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Was findet ihr? Wie findet ihr meinen Eyeliner? Gar nicht so schlecht geworden, oder? Ja, ich hoffe, der Look gefällt euch. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!